Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich spiele für euch heute World of Tanks. Ich bin eigentlich relativ neu in diesem Spiel. Ich habe mich schon ein bisschen zurechtgefunden. Man sieht's, ich habe eine einige Auswahl an Panzern. Von dem kleinsten, ne, von dem süßen hier, bis zu dem etwas schwereren, bis zu der Artillerie. Mein Lieblingsgefährt. Naja, also man sieht, es gibt verschiedene Optionen. Man hat hier ein Lager, wo die Sachen halt alles runterkommen, wie Granaten, Module, Fahrzeuge. Alles in einer Übersicht nochmal. Man hat einen Wehrpass, also schwer zu erklären, aber man sieht hier die Trefferquote, den mittleren Schaden je Gefecht, wie viele Gefechte ich schon hatte. Siege sind bei mir 43%, was eigentlich relativ gut ist. Was haben wir noch hier? Ja, persönliche Wertung 8. Dazu kann ich jetzt nichts wirklich sagen, weil ich halt noch neu bin. Meine Abzeichen, die ich habe. Ja. Hier unten sind noch Auszeichnungen. Den kenne ich gar nicht. Man kann auch forschen. Die Fahrzeuge kann man immer wieder verbessern oder neue Fahrzeuge dazu. Ich bin jetzt mit dem Marder hinter den Hetzer her. Das ist ein super Panzer. Ein Schuss, der andere ist sofort weg. Möchte ich unbedingt haben. Ich habe mich jetzt auf die deutsche Armee, ne, die ältere, also die Wehrmacht, habe ich mich spezialisiert. Es gibt natürlich auch die anderen, wie die Russen, die Chinesen, England, Amerika, wenn ich die jetzt mal eben finden würde. Ach, hier. Was haben wir denn hier? Genau. Frankreich gibt es auch noch. Die UdSSR, also die Russen. Und Japan. Aber Japan hat im Moment keine Fahrzeuge. Das kommt noch. So, was haben wir denn hier? Das müsste China sein. Ne, was ist das? Ne, ist China. Haben wir einmal China, dann die Franzosen. Ja, die haben auch schon einige schwere Sachen. Dann halt Deutschland. Ja, also die haben echt extreme, vor allen Dingen der große Panzer Maus. Das ist schon wieder unmenschlich. Sieht man den? Ach ja, hier, genau. Das Teil wiegt, steht da leider nicht bei, aber hat eine Panzerung bis zu 200 Millimeter. Oder lese ich das falsch? Egal, wenn Fehler drauf sind, schreibt es in die Kommentare, korrigiert mich. Ist mein erstes Let's Play halt. Ja, halt die Deutschen, dann kommen die Briten. Die haben auch einige schöne Sachen hier. Ja, die Ami, ihr kennt das bestimmt alles, wenn ihr mal so ein bisschen Kriegsspiele spielt. Ne, seht ihr, kennt ihr ja ein paar Panzer. Sind halt alle eigentlich Zweiter Weltkrieg und dann die danach die Zeit. Ja, die Russen haben wir auch noch. Muss man halt überwiegend alles erforschen. Aber wenn man einmal in dem Spiel drin ist, hat man richtig Spaß und macht weiter, 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 bis man dann alles erforscht hat. So. Ich will jetzt auch nicht mehr lange reden. Wir gehen ins Gefecht. Wir nehmen aber, fangen wir mal mit dem Marder an. Kleine Info noch. Man kriegt in jedem Gefecht Forschungspunkte. Oder eher gesagt Erfahrung. Und damit kann man forschen, neue Sachen. So. Munition einkaufen. Brauche ich nicht mehr. Gut. So. Dann geht's ab ins Gefecht. Ich mache Zufallsgefechte. Man kann ja auch in einer Kompanie spielen. Aber das ist mir jetzt so umständlich, weil das manchmal länger dauert. Und ab ins Gefecht. Ich fahre eine, was ist der Marder? Ein Panzerjäger, sage ich jetzt einfach mal. Kaum Panzerung, aber dafür eine schlagkräftige Kanone. So, man sieht's, hier sind die anderen. Ne? Jeder hat einen anderen Panzer. Es gibt auch doppelte, aber das ist egal. Hauptsache, man hat Spaß in dem Spiel. Die Steuerung ist relativ einfach. Der hat sogar ein Tempomat. Los geht's! Und los geht's.
Man, es gibt verschiedene Optionen. Da ich eine geringe Panzerung habe, würde ich lieber jetzt hier hocken und, wie man sagt, campen, weil ich halt keine Panzerung habe. Und ja, dann geht's auch schon los mit der Schießerei. Erwischt. So, den habe ich zerstört. Das Spiel ist zu Ende, wenn entweder alle Panzer zerstört sind oder die gegnerische Basis eingenommen ist. Es gibt noch verschiedene Stufen, ich glaube so ähnlich wie Capture the Flag oder ja, irgendwas anderes noch halt. Wie gesagt, ich bin halt auch neu in dem Spiel und kenne mich da nicht so drin aus. Es ist kostenlos, man kann es sich downloaden auf der Internetseite World of Tanks. Der Download dauert relativ lange. Es kommt immer darauf an, welche Internetleitung man hat. Ich habe leider eine Bambusleitung. Aber das wird sich im Laufe der Zeit noch ändern. Ah, Mann. Jetzt kommen sie wieder, weiß. Nee. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Der Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Glaub, gleich erwischt es mich. Gleich ist es Ende. Ja. Raus hier. So, das war's. Ich wurde erwischt von einem kleinen Panzer. Naja, wie gesagt, ich hatte halt keine große Panzerung und das Haus stand im Weg. Jetzt kann man noch mit den Maustasten ein bisschen rumgucken, sich die anderen Panzer angucken. Und man sieht es, die anderen sind einfach alle besser. Gibt immer komische. Wir haben die Grafik. Ja, ist eigentlich gut dafür, dass es umsonst ist, finde ich. Nichts zu meckern. Ja. Jetzt ist noch 2 gegen 8, 2 gegen 8, ja, das ist doch fair. Aber jetzt wird unser Stützpunkt erobert und Ende ist das Spiel. So. Leider verloren. Macht nichts, beim nächsten Mal gewinnen wir bestimmt. So, man kann noch eine Teamauswertung machen und einen ausführlichen Bericht von sich selbst, aber das braucht man eigentlich nicht. Das ist halt nur, wenn man eine richtig gute Übersicht hat und sich mit Kollegen vergleichen will. Aber das braucht man jetzt nicht. So, schließen wir. Fahrzeug natürlich zerstört, muss man reparieren. Ich glaube, das war's erstmal und man sieht sich. Tschüss.